Moin meine Freunde und herzlich willkommen zu einem neuen Video auf der Kress Garage. In diesem Video soll es um den Bierhawk gehen. Eines meiner Kindheits-Jugend-Fantasieträume, ein Tamiya Vintage Buggy 2WD, ein richtig schönes Modell. Er wurde zum ersten Mal kurz vor meinem Geburtstag 1991 und zwar im Mai aufgelegt, kommt auf dem Falken-Chassis. Das Falken-Chassis gab es einmal vorher, danach wurde das noch ein paar Mal benutzt, aber nie mehr als 2WD Buggy-Version. Das heißt, vom Falken und vom Bierhawk sind keine Releases mehr rausgekommen. Das heißt, über 30 Jahre kein Bierhawk mehr. Und das letzte Mal wurde er sozusagen produziert 1995. Danach war es sehr schwer, ein Modell zu kriegen, nur noch gebraucht oder in etwas verstaubten Shops. Und ich bin der Meinung, es ist mal wieder Zeit für ein Re-Release von diesem wirklich, wirklich tollen Buggy, der sehr gut aussieht, der sich sehr gut fahren lässt, für den es immer noch Ersatzteile gibt, denn der Blitzer Beetle ist noch am Start. Und ja, in diesem Video möchte ich mal eine kleine Hommage hier an den Bierhawk machen. Ich war beim ASC Potsdam, hier gab es eine Hobbyklasse. In dieser Klasse ist der Wagen gefahren, das war so ein Probelauf für den Tamiko Offroad Cup. Und ja, dieses Video widmet sich diesem schönen Modell, von dem ich selber auch noch eins habe, aber lass uns darüber mal reden. Ich möchte gar nicht so viel rumschnacken, erstmal einfach nur ein bisschen die Bilder genießen, wie schön dieser Wagen ist. Wir gucken uns nachher nochmal so ein paar Rundenzeiten an, wie der Wagen eigentlich so fährt, aber eigentlich geht es nur darum, den Wagen fahren zu sehen. Also, viel Spaß mit dem Video. Erstmal ein bisschen genug vor den Zeitlupen. Wir gucken uns das Ganze mal jetzt hier ein bisschen schneller an, Originalgeschwindigkeit, wie der Wagen unterwegs ist. Wir gehen mal eine ganze Runde mit, schauen uns die Zeit an, ab hier unten messen war. Und wie schon mal gesagt, der Bierhawk kommt auf dem Falken-Chassis. Das Falken oder The Falken wurde in den 80ern, 1986, das erste Mal aufgelegt. Danach wurde er so ein bisschen umgebaut. Das heißt, die richtige originale Version von dem Chassis ist es gar nicht. Hat ein bisschen andere Aufhängung vorne und hinten. Ups, da kurz verloren, hier in der Schrägen. Der Wagen liegt ziemlich gut, ist ziemlich schön flach, sieht ziemlich gut aus, hat schöne Diskreifen. Hier jetzt nicht, zumindest im Original auf jeden Fall. Im Original hätte er auch knallrote Stoßdämpfer. Hier jetzt nicht, jetzt geht es mal auf die Start-Ziel-Gerade mit Vollspeed durchziehen. Wir gucken uns mal an, wie er diese erste Runde hier gefahren ist. Nach dem Doppelsprung, wenn er den gut nimmt, haben wir eine erste Zeit. Und zwar eine 39,67. Aber jetzt erstmal wieder ein bisschen Zeiten genießen. Ich erzähle euch gleich mal weiter, was mit dem Chassis passiert ist. Thank you.
starten mal ein bisschen schneller. Etwas andere Stelle, aber wir nehmen eine ganze Runde mit. Mal gucken, wie er jetzt hier fährt, ob er immer noch gut unterwegs ist. 91 kam, wie gesagt, der Beerhawk raus. 92 haben sie auf dem gleichen Chassis dann den ersten Stadium Truck mit rausgebracht. Ein Stadium Blitzer, auch ein sehr schönes Modell, Lexan Karosserie. Ein Jahr später, 1993, kam dann der Blitzer Beetle mit der ABS Karosserie aus dem schönen Käfer. Und den gibt es ja immer noch zu kaufen. Er ist dann zuletzt nochmal 2011 re-released worden. Ihr könnt ihn, wie gesagt, immer noch kaufen. Und 96 haben sie dann den Stadium Thunder nochmal rausgebracht. Wir sind jetzt hier gleich wieder am Ende von dieser Runde. Noch diesen Doppelsprung hier mitnehmen und eine 38,92, also ein bisschen schneller geworden. Und ich entlasse euch nochmal in ein paar schöne Aufnahmen. Ich muss meinen Wagen auf jeden Fall auch nochmal fertig machen, da ist einiges an Lackarbeiten zu tun. Dieser hier sieht ziemlich gut aus, hat nicht die ganzen Originaldämpfer, aber ein bisschen modernisiert hat er sich. Ich finde, es ein richtig toller Wagen. Nochmal so zur Info, er fährt ihn hier übrigens mit Shorty Lipos, hat unten hinten andere Stoßdämpfer, vorne auch. Ansonsten fährt er wie im Tamiko Cup üblich den Toctune Motor. Und ja, wenn euch das Video hier gefallen hat, lasst doch gerne einen Daumen nach oben da. Lasst gerne ein Abo da, wenn ihr mehr von solchen Videos sehen wollt. Ich bin ganz fasziniert, wird meinen Beerhawk auf jeden Fall auch mal wieder fertig machen. Und ja, ich bin der Meinung, schreibt mal unten drunter, ob der released werden sollte. Ich finde, nach 30 Jahren soll es mal wieder kommen. Nächstes Jahr wäre ein tolles Jahr.